Es geht um das Gesetz von Hagen und Poiseuille. Hoffentlich spreche ich es immer richtig aus. Ich sage Poiseuille dazu. Ich lese es so. Ich bin nicht Franzose. Okay. Liebe Leute, wir wissen, es geht wieder mal um Strömungen und so weiter in verschiedenen Querschnitten. Hat dieses Thema hier, also verengender oder sich erweiternder Querschnitt, was mit dem Kontinuitätsprinzip zu tun? Ja, schon, aber nicht das Gesetz von den beiden. Das sind zwei Leute, ne? Also kein Doppelname, es sind wirklich zwei. Nicht so wie die heutigen, die gerne zwei Namen haben. Das sagt aus, der Volumenstrom, das ist die Ableitung. Wenn ihr mal einen Punkt, ein bisschen dickeren Punkt über einen großen Buchstaben, über einem Buchstaben seht, dann ist damit die erste Ableitung gemeint. Zwei Punkte wären eben dann die zweite Ableitung. Oder anders gesagt, dV nach dT. Kurz gesagt, für uns Praktiker, jetzt mal ohne, dass wir uns auf Momentangeschwindigkeiten absolut an einer ganz bestimmten Stelle einlassen, sagen wir einfach V durch T. Also die Geschwindigkeit, Volumenstrom müsste man eigentlich sagen. Die Geschwindigkeit eines bestimmten Volumens. Also eine Menge, Durchflussmenge pro Zeiteinheit. Das ist der Volumenstrom. Er rechnet sich so, Pi mal RO4, ui, RO4 ist selten, mal Delta P ist, also R ist klar, das ist der Radius von irgendeinem Querschnitt, und Delta P ist der Druckunterschied zwischen hinten und vorne, also zwischen dem, was reingeht und rauskommt. Die 8 ist klar, das ist einfach eine Zahl, und hier geht es um die dynamische Viskosität, also die Zähigkeit, und hier geht es um die Rohrlänge. Angegeben wird der ganze Kram in Kubikmeter pro Sekunde, logisch, ein Volumen pro Zeiteinheit, so. Womit hat das was zu tun? Jetzt machen wir es mal ausnahmsweise ein kleines bisschen anders und gucken uns die Formel selber nochmal an. Ich habe diese Formel nochmal hingeschrieben und sage mal, geht es darum, um sich verengende oder erweiternde Querschnitte oder Radien? Also geht es um das Verhältnis zwischen R1 Eingang, R2 Ausgang? Hier steht kein R1 oder R2. Also das hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Hier geht es höchstwahrscheinlich um einen. Also um einen Radius heißt die, egal wie oder wie groß oder wie schön das Rohr ist, es kann auch ellipsenförmig sein oder sonst was, aber hier geht es einfach darum, das geht in einem Radius durch. Gucken wir uns mal Delta P an. Delta P könnte spannend sein. Ich bin immer gerne ein Freund von Extremen und extrem wäre zum Beispiel, wenn ich sage, Delta P ist 0. Was passiert denn mit der Formel? Ich kann hier einsetzen, was ich will. Ich kann hier riesige astronomische Radien einsetzen. Wenn es keinen Druckunterschied gibt, na, dann kann ich sagen, okay, Delta P ist 0, dann nehme ich etwas mit 0 mal, dann gibt es auch keinen Volumenstrom. Mit anderen Worten, aha, es geht um die antreibende Kraft sozusagen. Wir kommen dann nochmal drauf zurück. Was hat das jetzt mit den anderen Variablen noch zu tun? Also Delta P ist klar, je höher, na, umso mehr passiert hier. Das steht ja auf dem Bruchstrich, okay. R. Gucken wir uns R nochmal an. Und na, also es geht hier nicht um R1 und R2, sondern das haben wir ja gerade eben gemerkt. Das steht doch gar nicht in der Formel drin. So kann man auch mal eine Formel untersuchen. Und jetzt betrachten wir mal den Einfluss von L. Also wie verhält sich V zu L? Was passierte? Und jetzt mache ich mal Pause. Ihr denkt mal drüber nach. Und ich mache dann weiter. Also drückt selber mal die Pause-Taste und überlegt, wie sich das hier auswirkt. Also der Volumenstrom ist proportional zu was? Weiter geht's. Ja, zu 1 durch L. Das heißt, es wird je, ich lasse jetzt mal das auf T bezogen zurück, einfach mal weg. Je mehr, es wird mehr Volumen in der Zeiteinheit, mehr Volumen transportiert werden pro Länge. Wenn das so ist, das ist eine umgekehrte Proportionalität. Das heißt, je größer das hier ist, was muss dann hier sein? Je größer das hier ist, na, umso weniger kommt raus. Ich hoffe, ihr habt das so überlegt. Gucken wir uns das andere an. V, ne? Immer bezogen auf die Zeiteinheit. Was hat das mit P zu tun? Ich glaube, das müsste klar sein. Ich mache trotzdem mal Pause, ihr überlegt mal. Müsste logisch sein, eine direkte Proportionalität. Hier ist es eine umgekehrte, weil es 1 durch L heißt. Hier ist eine direkte. Es wird mehr durchkommen, je größer der Druckunterschied ist. Das kennen wir irgendwoher. Ich komme dann gleich nochmal drauf. Zurück. Was hat es mit R zu tun? Ich habe sogar mal das Ganze in Blau unterlegt. Was hat das damit zu tun? Naja, geht zu RO4. Leute, aber hier, das, guckt man das. Wir werden das,
Also, das heißt, hier habe ich eine steigende Potenz. Das heißt aber auch im Umgekehrten, wenn ich den Radius halbiere, dann sage ich ein halb mal ein halb mal ein halb mal ein halb. Wir werden es dann noch zum Schluss untersuchen. Hat nämlich schon was mit praktischer Anwendung zu tun. Und das muss man dann auch wissen. Weiter. Wir kennen das irgendwoher, hatte ich gesagt. Könnt ihr euch daran erinnern, das Ohmsche Gesetz heißt ja eigentlich R ist U durch I. Ne? Also, das heißt, je mehr Spannung ich außen anlege, umso mehr Strom wird fließen. Bevor ich umforme, nochmal die Grundidee. Wenn ich an eine Wasserleitung mehr Druck anlege, ja, dann wird auch im gleichen Verhältnis mehr Strom fließen. Aha, erinnert ihr euch an was? Jetzt übertreiben wir die ganze Sache mal, denn die Formel hier oben, die hier, die ist ja komplexer. Da steckt ja mehr drin, da stecken ja noch mehr Geheimnisse drin. Die kennt ihr auch, die Geheimnisse. Gucken wir uns nochmal dieses Gebilde an. R, der Widerstand eines Leiters, ist aber auch Rho mal L durch A. Wobei Rho jetzt nicht für die Dichte steht, sondern für den spezifischen Widerstand. Das ist bezogen aufs Material. Gold leitet zum Beispiel besser als Eisen. Also wird hier ein anderes Rho drin stehen und demzufolge der Widerstand bei Eisen hat einen höheren Wert und dann wird auch der spezifische Widerstand, dann wird auch der Gesamtwiderstand größer sein. Und abhängig von der Länge und vom Querschnitt des Leiters. Also das heißt, wenn ich einen dünnen Leiter habe, der wird weniger durchgehen, also ist der Widerstand größer. Wenn ich jetzt diese Formel mal, dieses Rho mal L durch A, statt das R hier einsetze, denn ich habe hier einfach mal die Formel umgestellt. I ist gleich U durch R. Ja, manche sagen Uri und dieses blöde Dreieck. Ich halte was von Umstellen der Formeln. Notfalls müsst ihr mal hier gucken. Ich glaube, ich werde da mal einen Link anbringen, wie man solche einfachen Formeln schnell umstellt, damit das wieder ins Gedächtnis kommt. Es geht besser. Muss man sich nicht so viel merken. Ich substituiere also, vielleicht hier nochmal Link. Substituieren heißt, ich ersetze dieses R hier, durch diesen Ausdruck. Dann sieht das plötzlich so aus. Weshalb dann plötzlich das A nach oben rutscht, weil es ein Doppelbruch ist. Ich hoffe, dass ich das hier noch unterkriege, den Link. Und dann heißt die ganze Formel eben I ist gleich. Das ist das alte U. Und dann steht hier mal A durch Rho mal L. Wenn ich jetzt I, also das heißt den Strom, den elektrischen Strom, als Ladungsmenge pro Zeiteinheit auffasse. Oh, Ladungsmenge pro Zeiteinheit. Hatten wir nicht hier was von Volumen pro Zeiteinheit. Jetzt wird wahrscheinlich die ganze Sache noch spannender. Dann kann ich sagen, aha, dann ersetze ich doch dieses olle I mal durch das hier. Denn I ist auch Q durch T. Also, und jetzt sieht die Formel hier so aus und ich ersetze jetzt nochmal das A, also den Querschnitt, mit Pi mal R Quadrat. Einfach um mal ein R reinzukriegen und mal ein Pi. Dann sieht die ganze Formel so aus. Am besten ihr übt das mal selber. Und stell die Formel mal so aus. Und jetzt gucken wir uns die Formel, die gucken wir uns jetzt mal auf der nächsten Seite an. Die habe ich mal runtergeschrieben. Hier ist er. Hier. Das ist er. Und die alte Formel von Hagen-Poiseuille, die habe ich hier hingeschrieben. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Mal elektrischerseits heißt das doch, die Ladungsmenge, die pro Zeiteinheit durch einen gewissen Leiter fließt. Ich nehme hier mal eine Hochspannungsleitung über.